Nach der ersten Euphorie mit dem Einzug der IP-Technologie hat sich sowohl bei Herstellern als auch bei den Kunden schnell eine Ernüchterung eingestellt, die hauptsächlich auf der Tatsache fußt, dass man verstanden hat, dass mit dem Abschied von der klassischen BNC-Buchse mit dem SDI-Signal plötzlich eine Interoperabilität zwischen den Herstellern ganz und gar nicht mehr gewährleistet ist. Auf der Kundenseite hat man verstanden, dass wenn man die Transition in den Bereich IP vornimmt, dass man dann, bevor man sie vornimmt, auf jeden Fall einen Standard haben muss, der eine Austauschbarkeit der Signale gewährleistet. Mit dem Verständnis, dass sich die Transition zu IP nicht bewerkstelligen lässt, wenn es keine herstellerübergreifende Interoperabilität gibt, haben sich viele Hersteller relativ schnell in einem Standardisierungsgremium der AIMS, der Alliance for IP Media Solutions, zusammengefunden, um genau dieses Problem zu besprechen und relativ zeitnah mit Lösungen an den Start zu gehen. Mit dem zur Verfügung stehen der beiden Standards SIMTST 2022.6 und dem im Moment in der Standardisierung befindlichen 2110, glaube ich, dass dieser Übergang jetzt wieder an Fahrt gewinnen wird. Gerade im Bereich Modular glaube ich, dass es relativ schnell einen disruptiven Prozess geben wird. Alle Plattformen, die sich im Bereich IP ausbilden, bilden sich als eine Art Rechenleistungsplattformen heraus, denen man auf der Basis der Hardware mit Hilfe von Software definieren kann, welche Funktionen sie erfüllen. Das heißt, das klassische Konzept, dass es eine spezielle Hardwarekarte gibt, die beispielsweise die Audiosignale aus dem SDI-Signal extrahiert und als AES bereitstellt, wird es in der Form einer spezifischen Hardware nicht mehr geben. All diese Funktionalitäten werden sehr, sehr schnell auf Basis der softwareprogrammierbaren Hardware-Plattform zur Verfügung stehen. Wenn ich da einen Blick in die Glaskugel werfen darf, denke ich, dass sich diese Transition im Bereich zwischen 3 und 5 Jahren bewegen wird.